Der Kapitalgipfel mit vielen interessanten Vorträgen und noch interessanteren Vortragenden. Ich begrüße Jakob Pendorf von Guidance bzw. Börse Go. Der Titel Ihres Vortrags, aktiv investieren mit passiven Produkten, das klingt sehr kurz, ist aber ein Thema, wo man sich bis Weihnachten noch beschäftigen könnte, oder? Ja, definitiv. Also ich sag mal, es sind natürlich auch zwei entgegengesetzte Welten, ja, die so ein bisschen miteinander konkurrieren. Und mir ist das ein bisschen zu viel schwarz und weiß, muss ich sagen. Also auf der einen Seite haben passive Produkte extreme Vorteile, gerade für Privatanleger. Ja, sie schützen vor dem Einzeltitelrisiko, mit dem ich ja mein komplettes Vermögen gegebenenfalls verlieren könnte, wenn ein Unternehmen insolvent geht. Davor kann ich mich mit ETFs schützen. Aber ETFs alleine sind halt auch leider kein Allheilmittel, weil ETFs schwanken natürlich auch. Und wenn ich als Anleger auf diese Marktschwankungen, die ich mit einem ETF 1:1 direkt ins Portfolio bekomme, wenn ich damit nicht gelernt habe, umzugehen, dann helfen mir auch die ETFs nicht. Und da braucht es meiner Erfahrung nach aktive Strategien. Das klingt aber so ein bisschen, als ob Sie versuchen würden, die Quadratur des Kreises. Ja, richtig. Das Problem ist natürlich, was verbirgt sich immer hinter aktivem Investieren? Hinter aktivem Investieren verbirgt sich ja oftmals der Wunsch, bessere Renditen als der Markt zu erzielen, bessere Renditen als ein ETF zu erzielen. Damit treten ja aktive Fondsmanager an, um ja auch irgendwo ihren Mehrwert zu vergüten. Darum geht es mir persönlich gar nicht so sehr, sondern es geht eher bei aktiven Strategien darum, die sollen dabei helfen, im Markt investiert zu bleiben, weil oftmals sind Anleger so ein bisschen orientierungslos. Sollte ich nicht vielleicht doch verkaufen, wenn der Markt anfängt zu bröckeln? Und wenn ich da Konzepte habe, Strategien, die mir helfen, nein, zum Beispiel die Bewertung ist günstig oder der Trend ist intakt, dann kann das schon dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber ist es nicht ein Widerspruch, mal so ganz so platt gefragt? Ich kümmere mich um ETFs, eigentlich eher um mit so langfristig investiert zu sein. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich im Hinterkopf, ich möchte jetzt dann doch wieder schnell investieren oder reagieren. Mhm. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen passiven Produkten und einer passiven Investmentphilosophie. Die passive Investmentphilosophie kommt ja aus der Kapitalmarkttheorie, aus der Finanzwissenschaft, die ja eben sagt, die beste Rendite, die du als Privatanleger investieren kannst, ist der Markt. Und dafür sind natürlich ETFs wunderbar geeignet. Ich sehe passive Produkte, ETFs, als Portfolio-Bausteine. Also das heißt, ich bin ein Befürworter der passiven Investmentphilosophie, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sie eine Theorie ist. Sie kommt in der Praxis an ihre Grenzen. Und das sehen wir eben im zahlreichen Interesse unserer Nutzer, unserer Leser auf unseren Plattformen, die ja trotzdem immer wieder Fragen zu den Märkten haben, zu aktuellen Entwicklungen. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Typen von Anlegern, auch entsprechende Anlegerphilosophien oder Strategien. Jetzt in der heutigen Zeit, die ja auch sehr politisch geprägt ist, wir haben globale Diskussionen mit Handelskrieg oder Handelsstreit, Atomstreit, Handelszölle und so weiter. Ist das eher etwas für Anleger, die jetzt so schnell reagieren wollen? Oder ist es besser dann für Anleger, die sagen, ach, ich bin jetzt langfristig orientiert und dieses Hin und Her jetzt momentan, diese Hektik interessiert mich gar nicht? Das ist ja damit, ich sag mal, starten ja alle, die langfristig Geld anlegen wollen. Wenn Sie mit Fondsmanagern sprechen, wenn Sie mit Kapitalanlagegesellschaften sprechen, jeder investiert langfristig, weil man natürlich einfach die Zeit mitbringen muss, um die Renditen des Marktes abzuschöpfen. Den Punkt, den Sie ansprechen, das ist immer etwas, der immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Nämlich, wenn ich als Anleger mich bereit erklärt habe, im Vorfeld langfristig zu investieren, wer hilft mir dann bei diesen kurzfristigen Herausforderungen? Und da gibt es noch zu wenig Konzepte. Ich sag mal, es geht nicht darum, kurzfristigen Trends hinterherzuspringen, aber zumindest zu reagieren, beziehungsweise ein Konzept an der Hand zu haben, was mir dabei hilft, so ein bisschen trotzdem noch am Steuer meines Depots zu bleiben. Wie gehen Sie denn mit dem Markt um? Wir haben jetzt die 13.000 im DAX, die wir immer wieder versuchen zu knacken und dann sind wir mal ein bisschen drüber und dann sofort wird alles zusammengetrampelt, sage ich jetzt mal. Wir kommen zurück und dann doch wieder Anleger, die jetzt reingehen. Aber das geht jetzt schon seit Wochen so. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Ja, bei der, ich sag mal, kurzfristigen Betrachtung helfen
in dem Konzept, was ich heute hier auf dem Kapitalgipfel vorgestellt habe, vor allem Trendfolgemodelle. Das heißt, ich schaue mir an, wie bewegt sich der Markt, wie bewegt sich zum Beispiel der DAX aktuell zu seinen Durchschnittswerten. Und da zum Beispiel, trotz dieses Rücksetzers, den wir jetzt in den letzten Tagen haben, haben wir eigentlich eher kurzfristig positive Signale bekommen. Das, was wir momentan erleben, ist, glaube ich, jetzt wieder aus der technischen Perspektive betrachtet, eher mal so ein Rücksetzer, ein Test, ob dieses Signal, ob diese Signale, diese positiven Signale der letzten Wochen, ob die standhalten oder ob es nach oben jetzt nur ein kurzes Luftholen war. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder die Frage in der jetzigen Situation. Wir sind in der Hosse, die schon seit 8, 9 Jahren läuft. Luft wird dünn, hört man an vielen Ecken und Enden. Und manche sagen sogar, zieht euch mal warm an, das kann doch ordentlich rumpeln. Das ist richtig. Wir haben natürlich diese gleichen Stimmen auch, ich glaube, sehr extrem 2012, 2013 gehört. Und es ist eben nichts passiert. Das ist genau der Punkt. Expertenprognosen, Marktvorhersagen funktionieren mal und mal funktionieren sie leider nicht. Und für einen langfristig orientierten Anleger ist das leider zu wenig, um damit eine gute, rationale Entscheidung zu treffen. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Deswegen sage ich, wenn aktiv investieren, dann aber mit bewährten Konzepten. Also zum Beispiel, es gibt ja auch aktive Konzepte, die ja auch in der Finanzwissenschaft bestätigt wurden. Eins haben wir gerade besprochen, Trendfolgemodelle sind eine der wenigen Konzepte, die wirklich statistisch erwiesen einen Mehrwert generieren. Das andere zum Beispiel sind Risikoprämienfaktoren. Ich sollte mein Portfolio vielleicht über mehrere Anlagearten diversifizieren, zum Beispiel auch mal ein bisschen Small Caps oder Mid Caps mit reinpacken. Also aktiv investieren mit passiven Produkten. Wer mehr wissen, wer mehr erfahren will, wie Jakob Hendorf denkt, einfach herzlich eingeladen, ihm zu folgen als Experten bei Guidance. Danke fürs Interview. Vielen Dank.